Was natürlich sehr, sehr cool ist mit der Klappenabgasanlage. Das ist jetzt zu. Dann drückst du jetzt hier M2. Ja, ist schon geil. JP rechts, seht ihr das ja wieder? Ich guck mal, ob ich hier drauf fahren kann. So. Ja, hi Leute. Willkommen auf meinem Kanal MV Live. Wie ihr sehen könnt, schwarz-gelb, seht ihr? BVB Evonik Fußballakademie. Und da drüben könnt ihr es erahnen, das ist Signal Iduna Stadion. Und ich bin jetzt gerade hier bei meinem Physiotherapeuten, weil ich ja mir Muskelfaserriss zugezogen habe. Und wollte mit euch jetzt mal eine Runde M4 wieder fahren. Gleich mal einen Tunnelcheck. JP mal kurz besuchen, vorbeifahren. Und ich wollte euch auch noch mal zeigen, dass ja, mir jemand so leicht in den M4 gefahren ist. Das war jetzt nicht so schön. Tanken muss ich auch noch. Und hier seht ihr das Stadion, das BVB-Stadion. Ist schon sehr, sehr geil, wenn man hier ist. Und vor allen Dingen, wenn man so, ja, so Fußballverrückt jetzt so gerne spielt, weil man sieht hier diese Möglichkeiten. Und hier ist das BVB-Museum eben halt. Seht ihr jetzt vielleicht, Borussia? Also müsst ihr auf jeden Fall mal hin, und auch gibt so eine Führung durch Stadion und so, das hat ihr auch alles schon mal mitgemacht. Und das ist ein sehr, sehr geiles Erlebnis auf jeden Fall. Da könnt ihr runterfahren, dann kommt ihr Römer auf die Plätze, dann könnt ihr dann hinten zum Stadion reingehen. Und hier ist immer richtig viel los, natürlich jetzt hier mit Corona nicht. Aber ja, das ist schon cool, müsst ihr auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Ich glaube, über 80.000 Leute fassen hier rein, und es ist einfach, was für eine Stimmung hier ist. Wenn hier die Leute einfach rumlaufen und alles voll ist und ja, Tor fällt und so, du bist am Stadion, das ist schon einmalig. Das müsst ihr ja mitmachen. Hier ist auch noch ein Trainingsplatz hier nebenan, und die Westfalenhallen sind links. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da links versteckt da hinten. Da sind große Events immer auch und Partys und ja. Ich wollte euch gleich nochmal zeigen, war ein kleines Missgeschick passiert, also nicht mir. Ihr kennt das ja, wenn es irgendwie voll ist oder so, dann parkt man extra mit dem Wagen weiter weg, damit keiner die Tür aufmacht, da dran geht oder so. Ihr kennt das ja, aber manche achten ja nicht drauf und machen die Tür auf, lehnen die auf an eurem Wagen dran, am besten noch direkt an den Lack, und ja, steigen dann aus, drücken sich noch am besten dagegen und sowas alles. Und jetzt hatte ich das, ja, Pech gehabt. Ich bin extra weiter weggefahren, also weiter. Ich hätte eigentlich schon eher parken können. Das waren so neben den Parkplätzen. Und ich habe auch gesagt, nee, nee, das ist mir zu eng. Ich bin immer so pingelig. Fahre lieber ein bisschen weiter. Und es ist ein ganz großer Parkplatz. Ich blende hier nochmal ein Foto ein. Ich kann mir vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben, aber es ist alles nass. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Nee, der rutscht das oben weg. Ja, ich habe die Klappe auch noch zu gehabt, das ist blöd, das muss ich gleich nochmal aufmachen. Da hatte ich extra weit weggeparkt, nichts geahnt, da war ich am Arbeiten. Auf einmal ruft mich die Polizei an. Irgendwie, ihnen ist jemand ins Auto gefahren. Ich so, Alter, nee, boah, das kann da wohl nicht sein, das ist doch wohl ein Scherz. Ich bin rausgelaufen, habe M3 mir angeschaut, habe den M4 angeschaut, habe ich nichts gefunden. Da bin ich nochmal drum gelaufen, ich so, wollen die mich denn jetzt verarschen oder so? Ich habe da echt nichts gefunden. Dann bin ich nochmal zum M4 gegangen, dann stand aber auch mal eine Frau, war ein bisschen älter, die Frau, und sie meinte, sie ist jetzt langsam am Rückwärtsfahren dagegen gefahren. Und ich sagte, ja, was ist dann passiert und so, hat sie mir gezeigt. Und dann ist es, ich zeige euch das, wir gehen gleich nochmal raus, du schaust das mal zusammen an, wenn ihr das dann sehen könnt mit der Kamera, ich weiß es nicht genau. Dann habe ich mir das angeschaut, und dann habe ich nachher gesehen, dass es doch Lack ab ist von mir, verdellt ist, hinten an der Schussstange. Ja, ist jetzt nicht viel, boah, aber habe ich natürlich gesagt, ja, muss ich erstmal zu BMW fahren, mal gucken, weil ich glaube, das kriegst du nämlich so gar nicht also ausgebessert, sondern musst du ganz neue Stoßstange haben. Ich zeige euch das gleich mal, wie das aussieht. Ja, ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich glaube, Kosten Voranschlag vom Gutachter waren jetzt 2000 Euro oder so, 2100. Aber das Lackieren alleine war schon 700-800 Euro. Ja, und jetzt müsst ihr mir mal verraten, ich hätte den Gutachter gefragt, ob das schon ein Unfallwagen dann ist. Und er meinte, ja, wenn das über 750 Euro ist. Und dann hatte ich nochmal jemand anders gefragt, der meinte auch so, nee, nur wenn das tragende Teile sind, die ausgetauscht werden. Ich habe das früher gehört, ja, sobald was ausgetauscht wird, ist es ein Unfallwagen. Na ja, wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr mal drunter in die Kommentare schreiben.
aber wir schauen uns den Wagen einmal von außen an. Dann meinte die Dame auch so, ja, da war ich nicht dran. Also diese Beschädigung habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich wasche den Wagen fast jeden Tag und da war nichts dran vorher. Ich war der einzige Wagen da eben halt. Und sogar ihr Lack war noch an meinem Wagen. Und das habe ich ihr dann gezeigt. Dann hat sie es auch verstanden. Kann ja immer mal passieren. Aber wie gesagt, ich habe mich nur so geärgert, weil ich ja so weit weg geparkt habe. Und da war ja nichts los. Also kein einziges Auto, nur ich. Und wie es dann immer so kommt, wurde ich dann erwischt. Echt traurig. Zum Glück ist jetzt nicht viel passiert. Es ist natürlich jetzt ärgerlich mit der Lauferei wieder. Aber was willst du machen? So ist das normal. Kannst du nicht verhindern. Auch wenn du weiter wegparkst. Ich mache ja bald das Video M3 gegen M4. So richtig ausführlich Vor- und Nachteile. Wo ist der andere besser? Wo? Und Wartung, Reparaturen, Versicherung und so. Das wollte ich jetzt alles machen. Vielen Dank nochmal für euren ganzen Kommentar, eure Tipps und so, weil ich hatte euch ja gefragt, was wünscht ihr euch, wenn ich diesen Vergleich mache? Und da habt ihr ja alle fleißig mitkommentiert. Echt cool von euch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schreibt einfach mal drunter unter den Kommentaren hier unter dem Video. Wenn ihr euch noch was wünscht für den M3, M4, was euch wichtig ist, dann packe ich das auch nochmal mit rein ins Video. Und eigentlich wollte ich mit euch hier richtig auf die Bahn heute gehen, aber wie ihr sehen könnt, das ist ja total nass alles und das hat einfach keinen Sinn. Hat mich natürlich schon mehr geärgert. So Leute, jetzt war ich gerade eben tanken, wie das immer so ist. Ich habe es gerade nicht geschafft, als ich zum Orthopäden musste. Jetzt fahren wir bei JP mal vorbei. Hinter uns haben wir einen schönen Porsche. Ups. Ich soll mal ein Gas geben, ja? Gucken wir mal, wie viel bei JP los ist. Und dann fahren wir da mal richtig schön Tunnel. Und dann zeige ich euch die Stelle von draußen nochmal. Und ihr könnt ihr auch nochmal reinschreiben hier drunter, auf was ihr noch Bock habt beim M4. Was wollt ihr noch gerne sehen? Beim M4 wollte ich euch ja noch sagen, den Hexballer, der habe ich schon lange liegen bei Robert. Und ich warte noch, dass Robert Zeit hat. Ich glaube, vielleicht dieses Wochenende oder nächste Woche. Dann kommt der Hexballer dran, weil das macht so viel aus. Das war ja beim i92 auch nicht anders. Als der Hexballer drauf war, das war viel, viel geiler, viel schöner, das Heck. Und ja, der M3 E92 hat ja wenigstens so eine kleine Spoilerlippe noch. Und die hat er jetzt hier gar nicht. Also hier ist sie ja quasi mit der Kofferraumhaube so ein bisschen geformt wie ein Heckspoiler. Aber ein richtiger Heckspoiler ist schon was ganz Besonderes. Dann lasst euch mal überraschen, was das jetzt ist. Ich hoffe immer, dass sich keiner neben mich hinstellt und mir dann auf den Kopf glotzt mit der Kamera vom Kopf. So, hier ist JP rechts. Seht ihr das ja wieder? Mal, ob ich hier drauf fahren kann. So, hier sind die ganzen Leute. Kamera auf den Kopf hier. Mache ich ja natürlich einen schönen Ausblick hier. Da seht ihr den R6 von JP, den 6er. Da fahren wir doch jetzt mal ein bisschen so neben. So, und jetzt wollte ich mal euch die Stelle zeigen. Wollen wir jetzt zwar zum Affen mal alle gucken, aber das ist mir egal. So, und dann gucken wir, ob ihr das hier sehen könnt. Also, hier unten ist das, seht ihr das hier? Das ist hier und dann ist es hier noch, na, das sieht man jetzt schlecht. Ich blende euch nochmal ein Foto ein. Und was ihr hier sehen könnt, hier ist so ein bisschen geknickt eben halt. Oder? Also wenn ihr die andere Seite guckt, da ist das gar nicht. Das ist ganz gerade. Ja, und das war jetzt auch noch ein bisschen hier versteckt, weil hier war die Macke halt hier. Ich zeige euch das aber auch nochmal auf dem Foto. Ja. Und da drüben ist JP, wie ihr sehen könnt. Da kommen die ganzen Leute. Und der ist der R6 von JP. Sehr, sehr geil. Haben wir jetzt nochmal durch den Tunnel. Dann kriegt ihr noch ein bisschen Sound auf die Ohren. Weil ohne Sound geht es ja gar nicht. Oder? Das kann ja gar nicht sein hier. Ich glaube, denen ist das hier schon fast normal, dass man eine Kamera auf den Kopf rumläuft. Aber hier bei JP rumläuft. Ah, sieht schon schön aus weiß. Dann fahren wir doch jetzt mal hier langsam. Da ist der R6, seht ihr das hier, von JP. Und da vorne ist dann JP noch. Aber ist schon wieder viel los. Ja, aber da ist es. Da müsst ihr auf jeden Fall lecker Burger essen, weil das schmeckt so geil dort. Das muss man ja lassen.
Also viel, viel besser als das Mc's oder Burger King. Ja, hört sich schon geil an. Freue ich mich auf den Tunnel. Machen wollte, was ihr noch nicht gesehen habt. Ich glaube, das habt ihr doch jetzt gesehen, oder? Ich hätte die Scheiben noch verdunkelt. Das hatte ich ja vorher auch noch nicht. Und ja, Spurplatten wollte ich noch machen. Ein bisschen tiefer wollte ich noch machen. Und ansonsten noch ein bisschen Carbon. Carbon-Spiegelkappen vielleicht. Seitenschwelle wollte ich noch. Diffuser gibt es ja noch. Lippe gibt es ja noch. Ach, es gibt noch so viel, was du machen kannst. Das ist das Schlimme, wenn du einmal anfängst, ey, muss das ja alles zueinander passen, dann hörst du nicht mehr auf. Ey. Aber ja, ich bin gespannt. Natürlich ätzend ist, dass es nass ist. Boah, das kannst du echt vergessen, nämlich hier mit dem Wagen. Ja, was macht so viel Laune. Was ich jetzt neu bei mir auf dem Kanal einführen wollte, dass ich mir eure Kommentare durchlese und die kurz beantworte. Weil es werden so viele Kommentare immer und ich schaffe das echt nicht, alles immer zu beantworten. Tut mir leid, aber vorher habe ich es immer geschafft. Aber wenn da so Videos wie jetzt mit dem M4 und dem Lambo, das flänke ich hier oben nochmal. Das war einfach das zu viele Kommentare. Und ich lese mir auch alle durch und gebe dann auch mein Herzchen, wenn ich das mag. Aber zu beantworten ist es echt schwierig. Aber ich versuche es immer, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal hier. Ich liebe BMW, schreibt Fortnite, Royal Army. Ich kann das ja mehr so weiter hinhalten. Tobi sieht aus wie ein korrekter Tobi. korrekter Dude. Dein M3 sieht einfach nur mega aus, Sascha. Außen dieses geile Blau in helles Leder. Einfach nur geil. Ja, die Farbe ist auch mega. Also ich bin super froh, dass ich Blau habe. Jetzt beim weißen M4 finde ich es auch schön. Aber manchmal denkt man so, ja, so eine knallige Farbe wäre nicht schlecht. Also wäre vielleicht ein bisschen besser. Das heißt, er hat gehört, dass er an M3 kommt und hat sich schnell noch verabredet. sehr sympathischer Dude, dieser Tobi. Kurze Korrektur, das Model 3 Long Range hat einen anderen Heckmotor wie das Performance-Modell. Adam Riese. Ja, wenn du das weißt, dann gebe ich dir mal ein Herzchen. wenn ihr Autos mal passenden Klang bekommen, wird das vielleicht mal was. Und das war es jetzt genug mit Tesla auf einem Kanal. Hassan wieder. Tolles Paar, wieder gutes Video, weiter so. Dankeschön, BMW ist Liebe. Was hast du hier dann nochmal? Ein geiles Video ist ein Video von damaligen IAA, der damalige vorgestellte 4er-Konzept. Auch das sieht mir jetzt nach dem jetzigen 8er-Hybrid-Konzept aus. Ja, hatte ich schon gesehen, da hast du schon recht. Schöner M3, macht immer Spaß, deine Videos zu schauen. Eine neue 3er kann auch schon Update. Ach so, over the ear, ich freue mich schon auf meinen. Geiles Video, wo beste Pascal wieder. Hallo Sascha, das war wieder ein cooles Video mit mega guten V8-Sound.
Der Mann klingt einfach so gut. Tobi hatte seinen Spaß und guter Sound hat ihm doch sehr gut gefallen. Man kann den Tesla und den M3 nicht miteinander vergleichen, weil es verschiedene Konzepte sind, wie Tobi in dem Video erklärt hat. Das finde ich cool, als du gesagt hast, müsstest du durch Software einfach die Leistung des Tesla um 100 PS erhöhen. Auspuffanlage, ja, Medium Mod hat da auch einer drunter geschrieben. Habe ich drauf, BMW ist einfach geil, Tesla fahren können, einfach nur Hauptschule-Studenten sein. Ah, da. Das müssen wir jetzt hier löschen hier. Das wird jetzt gelöscht. Zack, weg damit. Ein Tesla hat ja keine Vorteile, weder in ethischer Hinsicht noch in emotionaler Verbrennerwohls. Du bist ein Laberkopf, Patrick, geworden. So, Alter, Tobi sieht aus wie original, wie ein Tobi aussehen soll. Ja, war ein sehr cooles Video und das wollte ich nochmal machen. Hatte ich dann doch bei dem anderen Video, gucke ich nochmal nach. Sehr informativ, danke dir. Was hier, hallo Sascha, bist du cool, immer am Lachen und sympathisch, gut gelaunt und deine Videos sind auch echt klasse. Bei solchen Autos muss man allerdings immer glücklich sein, oder? Oder nicht? Ich habe einmal Fall, die ja nicht nur Autos in Stein Geld kosten, sondern auch das Tun. Was machst du eigentlich beruflich? Du hattest ja erwähnt, dass du selbstständig bist. Ja, dazu nochmal sei gesagt, also das wollte ich euch, ja, in einem der nächsten Videos werde ich euch nochmal so ein kleines Feedback geben, was ich überhaupt mache. Ja, so ein bisschen mehr, dass ihr mich mal kennenlernt, dem halber. Und das kommt auf jeden Fall in das nächste Video rein. Manu J, du hast es ja geschrieben. M3 ist meine Leidenschaft. Kannst du bitte hier endlich die Leistungsmessung machen? Ja, ich weiß, das kommt auch noch. Der graue M3 sieht sogar noch ein Stück geiler aus. Ey, wie soll das denn sein? Ich stehe auch drauf. Sieht quasi aus wie meiner mit Winterrädern. Das Blau ist aber auch was Besonderes. Sieht man viel seltener. Oh, 6er BMW. Ja. Das ist trotzdem noch ein Herzchen. Mobil ist mein Insta. Servus, gucke dann mich super gerne mehr davon, Sebastian. Alles klar. Warum kommt das Video immer dann, wenn ich in Mobile gerade ansuche? Tja, rüber diese Adlinks. Sascha, verkaufst du deinen M3? Nein. M ist halt M. Weißt du noch, wo ich meinen M3 E92 gekauft habe? Das vergesse ich nie. Haha. Vor allem, ich habe mit meinen 335 immer schön geredet, von wegen besser M3, bla bla bla. Am Ende habe ich ihn trotzdem gekauft. Aber dennoch eine Cosplay-Angelegenheit. Ja, so sieht's aus. Ich hatte auch beide, beziehungsweise jetzt noch den M3 und den 3.5 kriegt man schon hin, dass er ähnlich gut fährt. Ordentliches Fahrwerk rein, eventuell Zugstreben, Querlenke von M3, Sperre nachrüsten, dazu noch ein Leistungspotenzial. Also Tune, aber am Ende fehlt das besondere etwas, eine geile Motor. Ja, so sieht es auch aus, das ist genau mein Reden. Hatte den 3.35 einige Jahre und auch viel Spaß damit, aber als ich den M3 gekauft hatte, wusste ich, weil ich da auch mal einen M3 Probe gefahren durfte, dass eines Tages ein M3 her muss. Der 3.35 ist dafür aber der bessere, eben günstige Daily-Reifer. So sieht's aus, genau so habe ich es jetzt auch nicht anders schreiben können. Herr Sascha, warst du mit dem Dorf schon mal auf dem Leistungsprüfstand? Ja, ich weiß, das streut nach unten, das kommt noch, auf jeden Fall, das habe ich euch versprochen. Super Video von dir, hat mir super gefallen, noch schön die ersten Punkte von uns. Ich finde deine Uhr mit der Lagersblue einfach mega schön. Performance sieht deutlich besser aus als das kleine Original. Ich hatte auch meinen 335 Beige Leder, sieht super aus, das ist nur eine Anträge für Verfärbung. Doch so Klappenstellern sind die Zahnräder des Stellmotors auch aufs Plastik, da gibt es verstärkte, genau, aus Metall, da gibt es auch noch welche. Ich würde den M3 mal als Limousine kaufen, aber die sind selten. Du könntest noch das Acamotion Datendisplay in deinem M3 bauen. Das ist als Tipp von mir, jetzt würde ich den M3 schon niemals verkaufen, weil du gesagt hast, das ist der einzige App V8. So, das wird es nicht mehr gehen, Emotionen durch den V8 entstehen sind antisiatisch. Ja, der hält auch der F4 nicht mit. Da hast du recht. Erfahrung sammeln kommt zum M3 CS, mit dem Bling einzuholen, wo schwach zu stellen. Also eigentlich ist es beim CS nicht anders als bei den anderen. Ja, dass das zu teuer ist. Ja, also Schwachstellen wie beim normalen M3, M4. M4 Life wurde der erste, das habe ich nicht verstanden. Das ist einfach das Auto, das du brauchst, dafür kein Ding. Für mich ist das Lebensqualität nämlich noch an meine letzte Operation, als ich nach 2 Monaten wieder Auto fahren durfte. Keine Therapie, Urea, könnte mir mehr helfen, als wieder im M3 zu sitzen. Leicht überspitzt formuliert, aber ich meine es genauso. Selbiges gilt auch für den E46 M3. Solche tollen Emotionen von Sascha und Außen werden es leider nie mehr gebaut. Liebe Grüße aus dem Ösiland, wo diese Stücke noch teuer im Unterhalt sind. Also ich sage immer scheiß drauf. Liebe Grüße, Helmut. Ja, so sieht's aus. Ja, was machst du eigentlich beruflich? Wirtschafter, YouTuber, Influencer, Zuhälter. Ihr seid alle bescheuert. Kriegt ihr mal ein Herzchen von mir. Aber egal, das kommt ja noch. Der eine drunter, 440i unter dem M, lässt grüßen, mit dem ich mich ansatzweise so hohe 100-Kosten habe. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen günstiger. Meine Fahrzeuglegende E30 325. Hat es ja auch schon geile Autos gehabt. Mann, Belgien, Versicherung, Vollgas, 1,6 Benzin mit 177 PS, 135 monatlich Steuern, einmalig 4.000 jährlich. Ja, ist echt krass. Es ist halt schon ziemlich irrational, was man in so einem Kohle an mit 3 oder generell Autos versenkt. Aber andererseits würde ich es total bereuen, nicht einmal einen gehabt zu haben. War immer der Traum, seit ich vor 10 Jahren das erste Mal einen Probe fahren konnte. Warte mal immer drauf, dass der zweite Dicker Stelle aufgibt. Hatte bisher erst einen Lagerschaden als erste. Ja,
Da kannst du, glaube ich, nicht mehr lange warten, aber ist einfach ein Traum da M3, da hast du recht. Hier ist das schon auch eine E92 M3 mit einer Kompressorsaison, was noch deutlich mehr macht. Mit 85 PS überleg mir langsam mal zu wechseln. Würdest du einen M6 V10 nehmen? Oh, ist schon ein geiler Motor, M6 V10, aber günstig ist meistens immer Groschengraf. Ja, weil die Unterhaltskosten beim V10 sind noch mal höher als beim V8. Genau, was man hört, das ist SMG. Genau, SMG hast du auch noch. Das ist nicht so komfortabel wie das DKG. Aber schon geiler Abend. Sehr, sehr geil. Kriegt ihr mal alle meine Herzchen hier. Also V10, da musst du echt Geld in der Hinterhand haben. Geiler Wagen, geiler Motor, aber nur für ein paar, vielleicht 1.000-2.000 Kilometer im Jahr damit mal rumzudüsen, wenn du das Geld hast und einen Platz. Aber am besten ist meiner Meinung nach, wenn man sich ein M kauft, mit Sommerkennzeichen anzuschaffen. Ich plan auf der Suche nach einem M2 wird dann mal ein Kennzeichen von April, Oktober verpassen. Ja, Alltagsauto Golf 5 verpasst doch alles. Ja, halbiert sich wirklich als die ganzen Kosten, echt super. Hey Sascha, möchte mir in 2 bis 3 Jahren einen 335 E92 N54 holen. Was muss ich da achten? Ja, da hatte ich mal das Video gemacht. Das könnt ihr auch nochmal auf meinem Kanal finden. Ich glaube, da haben die anderen noch schon mal. Genau, da haben die anderen schon mal alles reingeschrieben. Finde ich ja super, dass ihr euch da gegenseitig mal beantwortet. Das soll es jetzt gewesen sein. Es geht weiter mit dem Video. Also, ich bin ja auch nur einen normalen M4 gefahren und es ist genau wie der M3 E92 einfach zu harmlos Serie. Also, wenn ihr kein Competition habt, Competition ist schon viel besser beim M4. Aber wer es auch richtig hart haben will, das ist die M-Performance-Abgasanlage. Und da habe ich jetzt eine Mitteilung bekommen von ein paar Leuten, dass die wieder verkauft werden darf und umgerüstet werden darf. Bloß, glaube ich, nicht beim M4 und M3. Könnt ihr auch noch mal drunter schreiben, ob ihr da was mitbekommen habt. Ich blende das hier nochmal ein, wenn ich das darf. Ich muss das nochmal abklären. Und da stand es dann drin, dass du die noch kaufen darfst wieder, also es ist kein Verbot mehr. Aber ich glaube beim M3, M4, also sowieso ohne Autopartikelfilter, danach gab es ja sowieso nicht mehr, also nicht dafür. Aber ja, Sound ist einfach geil. Ohne Sound, wisst ihr genau, ist das alles nur so langweilig. Jetzt stehen wir wieder am Stau. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ihr habt ja ein bisschen Dortmund gesehen, das Stadion habt ihr gesehen, JP waren wir. Und ich habe euch nochmal die kleine Macke gezeigt. Ihr könnt ja auch nochmal sagen, ist das ein Unfallschaden oder nicht. Und schreibt nochmal, worauf ihr Bock habt beim M3, M4, was ihr sehen wollt. Der Hexfoller kommt jetzt bald. Tiefer, breiter wollt ihr noch machen. Carbonteile und ja. Deswegen abonniert meinen Kanal, unterstützt meinen Kanal. Würde mich super freuen, weil ich mache da sehr, sehr gerne mit euch hier Teil alles. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wenn ihr klettern mit ihm wollt, hier ist Schwerte, Freischutz. Da könnt ihr super klettern. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch bis die Tage, haut rein. Ciao.